Ah! Ich musste mich hinhocken, um die Trap zu erkennen. Ich habe kein Toolkit. Okay. Kein Disarm-Toolkit. Oh, aber wenn man aufpasst, sieht man die Fallen auch so ein bisschen. Okay, gibt's hier mehrere Fallen? Ja. Perception failed. Der Sarkophag ist eine Falle? Bitte nicht anfassen, Cutter. Da ist noch eine Falle. Oh Gott, hier sind Gargoyle-Köpfe an der Wand, die sind auch Fallen. Oh Gott, alles ist eine Falle hier. Tritt jetzt nirgendwo drauf. Aber die Sarkophage sind offensichtlich keine Falle, kann das sein? Scheinbar nicht. I don't know. Ich habe eine Seelenmünze. Diese Münze können infernalische Maschinen antreiben. Okay, ich habe eine Silberkette. Es ist alles voll hier. Ich habe eine Warp-Pack gefunden. Wahrnehmung fehlgeschlagen, hier muss noch irgendwo eine sein. Ja. Wenigstens sagt er einem das. Ja. Ja, in den alten Baldur's Gate hat er es nicht gesagt. Du bist einfach gelaufen und wenn du es nicht gefunden hast, bist du in die Falle getappt. Ich glaube, wenn wir hier durch sind, muss ich auch mal Abendessen machen. Ja. Ja, ich glaube. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, weil ich. Ich werde im Sarkophag ist was Tolles drin. Ja, ich bin auch Sicherheit, aber wenn der noch. Wenn wir kein Fallenkit haben. Ja. Soll ich gucken, wo uns das hinführt hier? Astaria nochmal herkommen. Mach mal Schloss knacken. Fallenkit. Schloss knacken. Der Sarkophag auf der anderen Seite wurde gar nicht geöffnet. Wie habt ihr die Sarkophag geöffnet? Es reicht nicht. Da ist noch Schrott drin. Achso. Oh, ich bin gescheitert. Wie, es reicht nicht? Oh nein. Ich nehme neues Diebeswerkzeug. Klar. Was ist ein Talent, wer hast du da drin? Nicht so gut. Ja. Also noch habe ich 3 Werkzeuge, ich kann es nochmal probieren. Immer drauf da. Okay. Sehr gut. Das wisst ihr, bevor ich es fertig habe hier. Bei mir zählt ja noch die Würfel aus. Okay. Ladebildschirm? Ladebildschirm? Ja. Seid ihr automatisch mitgekommen? Nee, ihr habt auch drauf geklickt, ne? Wir sind wieder hier. Am Anfang, ja. Oh, interesting. Gut, dann haben wir den Kreis schon mal geschlossen, das ist doch gut. Hätte man auch direkt hier hinkommen können. Seid ihr wieder reingegangen? Ja. War ja noch eine andere Tür, ne? Ja. Das müssen wir auch noch erkunden. Oh nein, die Fallen sind noch angezeigt, oder? Ja. Müssten. Zumindest alle, die wir entdeckt haben. Kannst du mal bitte zwischenspeichern? Oh, das ist eine gute Idee. Tachi? Nein. Aus. Ja, du komm, probier's, wir haben gespeichert. Self-scumming for the win. Ich kann... Ich öffne... Du befindest dich jetzt im rundenbasierten Modus. Das Spiel um dich herum wird pausiert. Ja. Und? Du hast Shift-Tab gemacht, Shift-Leerzeichen. Oder so, ne? Nein. Nee, ich glaube, das ist durch die Falle. Aber irgendwas passiert da. Das ist quasi der Rundenmodus aus dem Kampf. Den kannst du auch für die Erkundung nutzen. Dann sind die Gegner immer nur dran, wenn hinten die Welt ist. Ja, nee, ich glaube, das ist, weil ich die Falle aktiviert habe. Ich habe übrigens einen Dolch, Leitfaden des Beobachters. Okay. Nee, ist ein Speer. Versprechen des Todes. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf des Speerkämpfers auf dieses Ziel als zielgesicherter Schlag. Und einen gravierten Schlüssel. Gib mir vorsichtshalber Klingenbann. Versuche rauszugehen. Klingenbann ist eine fantastische Idee. Ich gehe mal. Können auch wieder auf Echtzeitmodus wechseln. Ich glaube nicht. Das ist ja keine gute Idee. Oh! Gail ist hingefallen. Jemand ausgerutscht, ja, fett. Ihr müsst euren Zug beenden, wenn ihr durch seid.
Ach du Schande. Deswegen war das... Okay. Ja. Komm da schnell raus. Dann können wir uns gegenseitig löschen. Ich helfe... Ich lösch dich mal. Gail. Gail hilft dir, du hilfst mir. Ich hab dir geholfen. Okay, gut, dass ihr alle Gail hilft. Dankeschön, dass keiner mir hilft. Deswegen habe ich gesagt, Gail hilft dir. Dreieck. Aber ich stand doch neben Gail. Das hätte ich doch machen können. Ja. Kannst du ihm trotzdem noch helfen? Wäre sinnvoller gewesen, wenn wir einfach uns gegenseitig geholfen hätten. Schon. Barde? Kann Gail ihm trotzdem noch helfen? Einfach anfassen? Ja, kein Movement. Toll. Ha. Warte, also nicht, warte, bevor wir beenden, ich schubs dich in seine Richtung. Okay. Gute Idee, schub mich. Kommst du jetzt dran? Warte. Ja. Ist das bescheuert? Ich glaube, die Gefahr ist vorbei, oder? Ja, ich glaube auch, die Gefahr ist vorbei. Okay. Ich glaube, in diesen Raum sollten wir nicht mehr reingehen. Ja. Ich glaube, die Gefahr ist nicht vorbei. Oh. Ich mag, wie du einfach da stehen bleibst. Oh, da ist ein Cutscene. Ich habe auch selten einen Dialog gestartet. Oh. Ich was? Wieder. Ich habe okay. Auf G geklickt. Achso. Ja, da hinten ist noch munteres Feuerwerk. Ja. Der Raum. Ja, ich würde sagen, der Raum ist schön. Tabu. Dann geh mal lieber nicht mehr rein. Für immer versperrt. Aber einer hat einen Schlüssel gelootet. Ja, ich habe einen Schlüssel gelootet. Sollen wir eine kurze Rast machen, dass wir einmal HP wieder voll haben? Die kriegen wir ja zweimal pro langer. Ja, ich kann auch Healing Word machen und dann. Nee, dann verbrauchst du einen Zauberplatz. Aber ich kann die ja kostenlos wiederherstellen. Hä? Ich bin Druide, ich kann Natural Recovery machen. Aber... Wie oft kannst du das? Einmal pro lange Rast oder immer wieder? Das ist eine Charge pro Rast, ja. Okay, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wir müssen ja testen. So, dann öffne ich mal die Tür. Ich mache nochmal speichern, ne? Warte mal, ich möchte meinen Speer verwenden. Ich habe einen Speer gefunden, den möchte ich verwenden. Tut dir keinen Zwang an. Immerhin ist er Leitfaden des Beobachters. Ah, okay, ja. Wer geht vor? Ich kann gerne vorgehen. Das ist eine gute Idee. Auch wenn es nur kurz hält. Die Klingenband hält nicht lange, aber ich habe falsches Leben. Ich habe jetzt 7 Lebenspunkte mehr. Hier sind tote Schreiber. Ja. Oh, gute Idee. Hier liegt... Armed scribes. But no sign of a struggle. Gut, dann looten wir den mal, ne? Das kann schon passieren. Kampfstab. Schriftrolle brennende Hände. Sehr gut. Hier geht's raus. Mhm. Ein Kampfstab. Macht aber alles Licht an, ne? Damit ihr im Zweifelsfall irgendwie... Ach nee, warte mal, ist ja egal, wir haben ja alle Dunkelsicht. Wir haben Dunkelsicht, ja. Ich hab nur meine Fackel an, damit ich als Mensch besser sehe. Ist dein Spiel so dunkel? Ich find's hier ziemlich dunkel. Ich habe noch einen schweren Schlüssel gefunden. Buch der toten Götter. Ich habe irgendwas Besonderes gefunden. Was? Kriegshammer. Hier ist eine schwere Rüstung. Braucht die jemand? Ich glaube, die kann keiner nutzen von uns. Check's erstmal ein. Okay. Was? Ich bin inspiriert! Wovon? Ich lese das Buch.
Das. Okay, Arcana, ich glaube, das solltest lieber du lesen, Katja. Ja. Yeah. Das Buch der Toten, was. Ach, gute Idee. Wo ist das? In Lars Inventar. Ja, ich leg dir das mal in deins. Weil da kam nämlich auch so ein. Ja, da kommt eine Cutscene. Lichtschein, wo du es aufgenommen hattest. Können wir bei dir gucken. Mach du mal. This book is far lighter than it should be with such a massive. Hab angeklickt? Ja. Ich könnte auch Hexenmeister Charisma machen. Oh, ich auch probieren. Was ist besser? Ja, wenn man eine Klassenoption hat, ist immer gut, oder? Das stimmt, ne? Sollte man das machen, ja. Ich könnte dir einen Bonus geben, wenn du willst. Aber. Aber nur einmal. Nee, ist eine Aktion. Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Ja. Sweet Bardic Inspiration geht einmal pro lange Rast, glaube ich. Nee, ist eine Aktion. Geht so oft, wie man möchte, glaube ich. Hätte aber so oder so geklappt, ja. Sesam, öffne dich. A loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Hat jemand von uns Religion? Nee. Du, ne? Ich habe Religion. Ja, ich hab so ein bisschen, ja, aber die Frage ist halt. Du hattest das meiste bei der Erstellung. Okay. Ja. Ach, locker. Easy. Gods. These are the names of gods. Once lost, but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Cool. Interesting. Schön. Gegenstände halten Schrift oder Schwächestrahl. Mhm. Nice. Das ist da was für unseren Magier, denn, denke ich mal, wa? Gut möglich. Eine Statue scheint, als hätten sie eine Art Gelehrten verehrt. Kata, wir brauchen dich. Was? Wo? Wo seid ihr denn? Lauft mal. Ich bin unterwegs. Hier ist irgendwas Intelligenz Bestie on the way. Ja, bin dabei. Wo ist die Statue? Ja. Ah. Natürlich. Bitteschön. Natürlich kennst du den, ganz klar. kenn ich den. Da vorne ist ein Knopf. Soll ich nochmal draufdrücken? Push the button. Hab ich nicht entdeckt. Oh, warte. Okay, warum guckt sie so gruselig? Oh. Veto? Ich speichere nochmal. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4. Ich bin noch nicht im Kampf. 5? Ich bin auch noch nicht im Kampf. Oh, dann könnt ihr euch noch in Position bringen. Gail und ich sind im Kampf. Wir können auch den Raum hier plündern. Kannst du auch erst machen. Von wo kommen die denn? Von alle von Süden? Von unten. Das sind die rumlagen, von die wir Süden, geplündert ja. haben. Oh, vielleicht haben die keine Waffen mehr, weil wir sie geplündert haben. Das kann sehr gut sein. Die sehen sehr waffenlos aus. Kann ich da hochspringen? Nein. Ich kann nicht hochspringen. Könnte den hier mit einer. Ja! Mit einem Adventure. Backstep with the Ballista! Kann den hier mit Adventure angreifen. Ja, probier mal. Nice. Aber das kann ich auch nochmal machen. Vielleicht.
Guck mal, ich habe hier das schlaue Video gesehen. Hast du ein Video gesehen? Achso. Was machst du denn? Ich wollte nicht. Wollte da hochklettern. Geht aber nur so. Geht nicht mit Fässern, okay. Was haben die denn für Resistenzen? Gute Frage. Gift. Sind gegen Gift immun und Wuchtschaden. Aber gegen Wuchtschaden haben sie negative Resistenz. Doppelter Schaden mit. Nice. Nice, Crits. Wie viel hat der noch? Ein. Oh, den kriege ich weg. Da muss ich näher rankommen. Das ist verängstigt. Das ist eine Leiche, die verängstigt ist. Wieso treffe ich den nicht? Zuhören, das wird fies. Ich rede. Wieso treffe ich den nicht damit? Ich treffe auch nicht gut gerade. Kommt man den nicht ran? Vielleicht, weil davor was steht alles. Ansonsten, maybe. Alter, 28 Lebenspunkte der Krieger da vorne, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, dann nehme ich doch den vielleicht, ne? Ja, vielleicht eine gute Idee. Schau mal, ob man anzünden kann. Ne. Okay. Du solltest mich erst spotten lassen, das kann seine Werte senken, wenn ich Erfolg habe. Ja, sorry. Dann ist dein Angriff manchmal besser. Alles gut. Wir üben ja noch. Ja, ich bin erstmal fertig. Ich glaube, nach dem Kampf muss ich dann noch Schluss machen. Ja, ist eine gute Idee. Aber den Kampf kraffen wir jetzt noch erfolgreich. Ja, klar schaffen wir den noch. Was? Was ist passiert? Wieso kann ich jetzt nichts tun? Ich weiß es nicht. Achso, weil du dich in die Action Economy mit deiner Dings reingebracht hast, mit deinem hinterhältigen Angriff. Das zählt für diese Runde quasi. Du konntest mit Vorteil angreifen, aber... Oh, dann gehen wir mal weg, wa? Dann kann er dich vielleicht schlagen, ja. Aber der hat keine Waffe. Ja, probier's. Oder auch nicht. Ich glaube, es ist gut, dass wir ihnen die Waffen abgenommen haben. Ja, ich glaube auch. Der hat seine Kälte strahlen hier. Okay. Oh, ich hab Nahkampf Disadvantage. Also, Gale. Wegen bedroht, ne? Ne, Nachteil im Fernkampf hat er. Verängstigt, sehr schön. Kann ich den noch schubsen, damit. Ja. Sehr gut. Man braucht Gale keine Angst haben. Ja. Nice. Sehr gut. Alter Schwede. Ja, easy. Die sind nur Level 3. Ja, ich hab schon viel Schlimmeres hingekriegt. Ich glaube, ich mache den Magic Missiles fertig. Ich frag mich nur, was in diesem Sarkophag ist, in dem Raum, den wir mit dem Button aufgemacht haben, was die beschützen. Kommt gleich noch ein Boss. Wie viel macht denn einer Magic Missile? Oh, stimmt. Zwei auf den. Oh, sehr gut. Sehr gut. Schade, ein Lebensturm noch, was macht nichts. Kriegen wir. Du bist ja vor ihm dran. Warum grobst du mit mir? Er ist jetzt dran. Das ist gefährlich. Nee, der Krieger ist keine AOE erschaffen. Hört doch mal auf. Was habt ihr denn gegen mich? Soll ich den mal wegmachen, den Dude da unten? Könntest du. Ich hätte nur 1 AP, aber kannst du machen. Ja, aber der ist jetzt halt gleich wieder dran und macht doch dann ja, trotzdem stimmt. Was, oder? Hast eh nicht getroffen. Oh. Mann, oh. Kannst du in Deckung gehen mit einer Säule? Ja. Damit die kein Line of Sight auf dich haben und nicht Kältestrahl immer machen? Ja, die können sich ja auch, die können ja auch laufen. Ja, aber dann müssen sie auf jeden Fall ihre Bewegung dafür verbrauchen. Guck mal, er muss 3.
Oder sie greifen wen anders an. Das ist auch schön. Ach, er ist eh verängstigt. Er kann eh nichts tun. Hieb ohne Waffen. Kritischer Fehlschlag. Also erstmal finde ich es nicht gut, wenn mein Freund verletzt ist. Ah. So viel dazu schon mal. Soll ich den Krieger mit einem Pfeil? Für meinen Schuss. Nope. Oder auch nicht. So geht das. Deckung ist halt echt wichtig in diesem Spiel, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn man sich immer offen lässt, kann das böse enden. Aber die Schreiber ohne Waffen, ich glaube, wenn die jetzt ihre Kampfstäbe hatten, hätten wir mehr Probleme. Path is interrupted. Kannst ja erst laufen. Ja. Zur Treppe. Ich komme nicht hoch zur Treppe. Ah. Überreicht es nicht, wenn du einfach ein paar Meter zur Seite gehst? Könnte auch einfach mal Magic Missile casten. Ja, immer. Oder das. Immer. Magic Missile. Attack the Darkness. Ich finde es aber gut, dass man lange Rast nicht spammen kann, sondern dass man da von seinen Vorräten abhängig ist. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es eine gute Möglichkeit, um nicht so knauserig. Ja, dass man nicht so knauserig mit seinen Angriffen sein muss. Ich meine, Level 2 hast halt auch noch echt nix, ne? Wir kriegen ja erst später richtig Zauberplätze. Ist ja auf Gale. Dagon! Gib ihm. Sehr gut. So. Ich habe noch einen Zauberplatz. Soll ich den aufheben, falls hier nachher noch ein Boss kommt? Oder sollen wir den einfach raushauen? Ja, heb den auf, bevor noch ein Boss kommt. Ich frag ja lieber. Nee, ist richtig. Ihr falscher Furz. Sehr gut. Sehr schön. Die dürfen jetzt eigentlich nichts mehr haben zum Looten, ne? Wir haben sie ja vorher alle untersucht. Ja. Ja. Ja doch, die haben Gold. Oh. Ja. Wo haben sie das versteckt? Das lief doch ganz gut. Ja. Außer für Gale. Ja. Ja. Ja, dann beim nächsten Mal rausfinden, was da oben in dem Raum ist. Ja, ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!